Einen wunderhübschen guten Morgen. Es ist Dienstag, es ist kurz nach 10. Wir sind unschwer erkennbar im wieder mal verbackten Grounded. Wir hatten ja heute Morgen schon das Thema Käfer gehabt. Ich bin beim Einloggen, habe ich gehört, wie die ganzen Wände zusammengefallen sind. Das war ein lustiges Geräusch. Und dann war das Bild da und dann haben wir wieder mal dieses bezaubernde Bild hier gehabt. Ne? Man kennt das ja schon. Also ich habe das ja öfter. Dass aus Gründen, auf welche auch immer, meine Grafik mich überhaupt nicht lieb hat. Ja, egal. Jedenfalls ist das mal wieder unsere zusammengefallene Hütte. Wie gesagt, wir sind in Grounded. Und ja, wie ihr am Streamtitel sehen könnt, habe ich heute Morgen Oldies gehört. Ja, wie da oben irgendwo rennt der Bran rum. Und ja, wie viel Uhr haben wir denn eigentlich ingame? Kurz vor 8, ich würde sagen, erst mal schlafen gehen. Ja. Und während wir schlafen, kann ich ja mal alle Leute begrüßen. Ja, erstmal guten Morgen auch von mir. Ich kann euch versichern, dass die Wände noch stehen. Also in meiner Grafik ist alles okay. Und ich hoste ja schließlich auch das Spiel. Also von daher ist es halt wieder mal in die Elkas Grafik, die da ein bisschen rumzappelt. Was bin ich wieder schuld, Frechheit? Nein, das habe ich nicht gesagt. Dein Computer ist oder deine Grafik ist schuld, nicht du. Ich habe nicht gesagt, dass du schuld bist. Hallöchen Wiebke übrigens. Hellchen. Ja, moin Wiebke. Ich habe ja eben schon im Chat gemoint, aber nochmal hier auch nochmal guten Morgen. Ja, mal gucken, was wir heute machen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ja, aber das. Elke hat halt jetzt ein Outdoor-Fenster, ein Outdoor-Haus, ja, oder sowas. Und wieder diese tolle Treppe. Oh ja, das ist ja auch kaputt, sehe ich gerade. Einfach laufen. Ja. Ich laufe über nicht vorhandene Treppen. So. Kann ich essen? Ja. Wir brauchen... Wie, nee. Nochmal. Jetzt. Knurps. Ja, Wiebke, wie geht's dir? Bist du richtig zeitig heute? Schön, schön. Da hinten läuft Marie. Da hinten läuft Marie. Hast du genug zu trinken? Ich habe einen Schluck getrunken, das hat gereicht. Guck mal, vielleicht ist da im Dippe was drin. Ja, ich guck mal gerade. Also, ist soweit ganz gut. Ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen Sorgen, weil es mir dauernd schwindelig war. Hat sich aber wohl geklärt. Ich habe Weiberkram gekriegt. Da hat sich das wohl geklärt. Da habe ich öfter mit dem Kreislauf ja starke Probleme. Aber da halt Schwindelattacken auch Anzeichen für einen weiteren Schlaganfall sein können, habe ich immer ein bisschen Schiss. Wenn, ja. Ja. Aber hat sich Gott sei Dank geklärt. Jetzt bin ich wieder ein bisschen ruhiger. Ja. Meine Übelkeit und Kopfschmerzen und Schwindel, das war irgendwie... Ich krieg die zu unregelmäßig. Hab ich nicht verstanden, aber war vielleicht auch nicht für mich gedacht. Also ich muss noch was zu trinken holen. Ich habe da in der Kiste, im Fass war nichts drin. War nichts drin? Okay. Kann es sein, dass der Sprudel verdunstet? Irgendwie ist da nie was drin. Es kann aber sein, dass wir den einfach schon getrunken haben. Ja, das kann auch sein. Wer denkt sich sowas aus, genau? Die Mutter Natur irgendwie. Damit wir uns fortpflanzen können. Das ist irgendwie, wieso haben wir eigentlich nicht den ganzen Ärger damit? Das ist schon frech. Hat sich halt einfach so entwickelt. Gibt es überhaupt noch Tropfen? Musste es mir. Wir waren ziemlich früh aufgestanden. Ich sehe einen. Den
warte, da nicht. Ja, du? Kannst du ihn auch? Du, siehst du ihn? Gut, ich. Ja. Schau mal gerade selber gegen. Hier ist einer. Nee, das war der falsche. Ich guck grad so ein. Ich weiß nicht, der nicht runtergeht, aber hier sind auch noch mehrere. Stell du dich mal hin, ich versuche gerade den zu treffen. Aber ich glaube, der hier ist zu dick. Ja. Weil der tut sich oben in mehrere Dingsen. Ja. Und den kriege ich nicht angewackelt. Dann lass uns mal den hier drüben nehmen, hier ist auch noch einer. Moin Sabi. Moin Sabi. Jo, happen. Hassen, prima. Danke, das war's schon. Gegessen habe ich, alles gut. Ja, gegessen habe ich auch. Sollen wir dann mal uns einen hübschen Bauplatz endlich suchen? Ja, können wir machen. Endlich mal. Kann ja wohl nicht sein, dass wir immer noch in der Bruchhütte wohnen. Arbeiten, wohnen. Hast du denn eine Idee, wo du... Ja, so wirklich gut kenne ich den ja noch nicht. Den ganzen Garten. Also schön fand ich es... Warte mal, ich habe gerade kein Bild. Schön fand ich es da unter diesen Büschen da, wo wir mal waren. Da fand ich es eigentlich ganz hübsch, aber ich weiß nicht, ob es ähnliche... Du wirst übrigens begrüßt. Ob es da noch andere hübschere Stellen gibt, keine Ahnung. Oh, was mache ich denn? Moin Sabi. Warte, mein Bildschirm hat gerade seine 5 Minuten. Ja, also unter der Hecke ist natürlich ganz schön, aber erstens ist es da sehr dunkel und zweitens sind da überall Spinnen. Also ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ja, wahrscheinlich nicht. Aber stimmt, da war Platz, das stimmt. Es war halt hübsch da irgendwie. Aber ja, das Problem ist halt hier, weil hier auf dem Wasser ist zwar vielleicht nett, aber das Problem ist, die Fläche ist einfach zu klein. Ja, ja, klar. So. Wenn wir hier einfach auf den Steinen bleiben, ist auch zu klein, ne, insgesamt. Naja, die, es gibt halt, Festungen, die sind dann über die Steine und gehen dann hier über die Fläche halt, aber da wohnen irgendwie alle im Baumhaus. Ey, das ist kompliziert. Baumhaus, ja, wir könnten, wartet mal. Manche bauen auch hier um die große Eiche rum und rum und sperren die Wolfsspinne ein, habe ich auch schon gesehen. Okay. Aber, ja. Würdest du dich jetzt bitte einkriegen? Danke. Den ganzen Morgen war der Bildschirm ruhig und jetzt zickt er gerade, hä? Hier ist doch diese eine Laterne. Was für eine Laterne? Komm mal zu mir, hier am Baum auch. Hm? Aber da müsste man auch irgendwie Fundament oder so bauen. Also warte mal, ich hab da... Nee, das wollte ich nicht. Das will ich immer noch nicht. Ich habe hier noch... Der irritiert mich jetzt gerade. So. Wieso ist der jetzt immer noch da? So. Wo bist du jetzt? Am Baum. Da. In der Eiche. Na. Darf ich hier mal vorbeilaufen? Danke. Ich sehe dich nicht da. Schoko. Na. Da hüpft irgendwie was und das ist nicht grün. Ja, was denn? Ja, sonst hüpfen immer die kleinen Läuse. Das stimmt. Hopsen einem vor einem rum. Und die sind nun mal grün, ne? Ja. Hüp, genau. Guck hier ist halt die Lampe, aber hier ist auch kein Platz. Hier müsste man halt auch
Da kommt man aber rauf auf die Lampe, aber da oben müsste man halt dann auch erstmal Fundament und alles bauen. Dann könnte man halt auch irgendwie in der Luft was bauen. Ja, aber vielleicht findet man auch irgendwie hübschere Stellen. Ja, müssen wir gucken. Wenn man kann ja dann mit Fundamenten eventuell dafür sorgen, dass das Krabbelgefieds unter uns weiterleben kann, aber ne, Ja. nicht direkt bei uns im Ah, guck Zuhause mal, was ich hier oben entdeckt habe. ist. Ja, warte. Ach, ich muss erst, ne, siehst du gleich, ich muss erst das Spinnennetz nur kaputt machen. Achtung. Ah, 100 Pünktchen. Wieso bist du jetzt überhaupt da oben? Na, ich bin da hochgeklettert. Aha. Aber ja, weil hier sind Zweige und Äste, da kann man hoch. Aber ich komme wieder runter, weil hier oben ist es einfach zu schmal. Gut, hallo, sehr, da hab's wieder was Grünes. Ja. Wir können ja mal, weil du gesagt hast, wir haben den Garten noch nicht so richtig erkundet, wir können ja einfach mal von hier weiter nach Westen gehen. Da zum Beispiel, wenn man auf der Karte guckt, ist ja da li ganz links noch Sachen, wo wir noch nie waren. Also von daher Ja. können wir einfach mal gucken, ob wir Irgendwas woanders Schickes. irgendwas Schickes finden, auch einen schönen Platz oder so. Wir sind jetzt aber Warte Berliner mal. geworden, entweder. Ich schaue noch die Dinger an. Ausrüsten. Ausrüsten. So, jetzt fühle ich mich etwas sicherer. Mal die Latschen aus und richtige Schuhe an und so. Ja. Hier ist noch Wasser drauf. Musst du noch Wasser drauf mitnehmen? Ja, doch. Wir haben ja jetzt die guten Flaschen. Ach ja. Ja, nee, aber. Warte, ich stupse mal an. Mal gucken, ja. Das war ein Satz mit Ja, er liegt. X, der ist Er kaputt liegt. Er gegangen. liegt. Nein, nein, er liegt hier noch. Er liegt hier noch. Das sah für mich aus, als wenn der kaputt gegangen ist. Ja, klar. Nee, ich musste trinken, weil ich habe wohl Saft oder Limo in der So. Flasche. Ich kann den nicht. Okay, dann trinken. Ja, trinken oder ich kann auch trinken. Ich bin halb satt, halb. Ja, ich auch. Ja, hau rein. Gut, Alles gut. dann kein Problem, wir finden noch einen. Ja, ich hab genug in der Flasche auch zur Not. Alles gut. So, So lass mich spät nochmal auf ist die es doch Karte noch. gucken. Ja, doch, ist schon So. halb 12. Ich setz mal hier im Westen, setze ich mal irgendwo eine Markierung, dass wir ungefähr wissen, wo wir dann hin wollen. So, mal nach da oder so. Wenn ich Kann was erst mal sehen gucken. würde. Ja, ich muss auch erst mal gucken. Da hinten. Ja, genau. Es ist Mittagszeit, das ist natürlich ungeschickt. Da krabbelt was Komisches. Ich geh mal. Ich glaube, da sind die Spinnen. Da sind Spinnen. Dann machen wir einen Bogen um die Spinnen, ja. Oder wir schlagen einen Bogen um die Spinnen. Da Da sind läuft noch auch mehr. was. Da latscht noch eine. Seit wann sind die Plädenviecher in der Nähe von der Maschine? Sie auch nicht. Warte mal, ich setze die Markierung, wenn wir hier unten sind, setze ich die Markierung mal neu, dann setze ich die Markierung mal auf unsere Höhe, so ungefähr. Wo kann sein, so schätzt man ja trotzdem irgendwie um die Minzdose rumgehen, die immer noch verführerisch riecht, so nach dem Motto. Erschlagender Geruch. Kinas, wie geht's euch denn? Irgendwie, ich glaube, ja, Wiebke hat schon geantwortet, Sabi noch nicht. Wenn so. Ich habe auch nicht geantwortet eben. Also mir geht's, ich bin müde, aber sowas geht's mir ganz gut. Prima.
Sabi, hast du jetzt eine Chance, dass du nicht operiert werden musst, oder wie sieht es denn jetzt aus? Ich meine, es ist jetzt Ende Januar, ich glaube, die Frist ist rum, oder? Achtung, Ameise. Eine Dingsameise, na sowas. Greift ihr uns an? Das ist eine Kriegerameise. Greift uns wahrscheinlich an. Ja. Sie bedroht uns zumindest schon mal. Ja. Ja, wir sind in der Nähe des Baus. Ameisenhügels raus, ja, aber lassen wir einfach weiterlaufen. Ja, das hier ist freie Fläche, aber hier sind halt auch die Ameisen in der Nähe, ne? Und das Gas. Ja, das. Oh ja, tatsächlich, wir sind in der Nähe des Gases. Mich hatte gerade das, wie so Nebel ist. Ja. Okay, er hat mich jetzt gegriffen. Warte, ich komme. Ja, ich setze erst die Gasmaske auf, das ist mir nicht geheuer. Ja, kann Läuft ich das so nicht, solange lange? ich der ernsteste Kämpfer bin. Ja, hast Ich recht, ich habe ihn hab's schon auch zur jetzt. Hälfte. Ja, ich bin da, ich mach das jetzt auch so. So. Habe ich die Maske dabei, ja. Ich habe meinen jetzt aber auch so schnell nicht gefunden. Wo habe ich sie denn? Da ist So. er. Du musst doch operiert werden. Die Entzündungswerte sind so hoch. Ich will nicht klugscheißen oder so, aber bist du mal auf Gicht oder sowas untersucht worden? Gichträumer, sowas. Harnsäurewerte. Nur so. Weil ich hatte auch jahrelang immer das Thema, meine Entzündungswerte wären so hoch, meine Entzündungswerte wären so hoch und bla bla bla. Und bis dann endlich mal einer auf die Idee gekommen ist, dass meine Harnsäurewerte scheiße sind, pass auf hinter dir, war es dann eigentlich Kommt schon der denn fast jetzt zu her? spät. Der hat sich angeschlichen. Ja, der kann uns jetzt aber nicht weiter jetzt die Gasmaske tragen. Ja. Die wollte ich aber eigentlich trotzdem umgehen. Warum ist der jetzt trotzdem? Wie gesagt, er hat sich angeschlichen, deswegen sage ich, pass auf hinter dir. Ja. So. Ist aber raus aus der. Raus aus der Giftzone, also fast jedenfalls. Oh, guck mal da vorne. Ja, eine Eine Riesenkassette oder Kassette. sowas, ja. Ja, super. Hallo. Was? Was? Dance? Mix. Okay. Schade, dass wir sie nicht abhören können. Ja, Rheumamarker sind hoch, aber Medis helfen nicht. Ich ernähre mich größtenteils purinarm und antientzündlichem Pipapo. Ja, also mit den Medikamenten komme ich nämlich auch nicht klar. Nur glaubt mir das kein Schwein. Diese Medikamenten gegen die hohen Harnsäure, da reagiert, also da habe ich mehr Schmerzen, als wenn ich sie nicht nehme, so bescheuert wie das klingt. Und es gibt wohl ein anderes Medikament, aber nicht für Kassenpatienten. Hast du auch, dass du mehr Schmerzen mit dem Medikament wie ohne hast? Dankeschön. Komme ich mir wenigstens nicht ganz blöd vor. Ah. Ich habe schon seit Jahren, egal ob in Reha, ob beim Arzt, egal wo, ich habe immer gesagt, das sind dann hechts immer, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, ist die Standardantwort. Und von den Ärzten hörst du auch immer nur, es würde gar kein anderes Medikament geben. Aber aus diversen Foren weiß ich, dass es das wohl sehr wohl geben soll, aber eben nicht für uns Kassenpatienten. 0815-Leute. Ja, genau. Weil die halt schweineteuer sind. Ich hatte ja schon Glück, dass ich andere Zuckermedikamente wie der Standard gekriegt habe. Ich habe ja auch nur andere Zuckermedikamente, besser verträgliche Zuckermedikamente bekommen. Weil
ich so eine schwere Vorerkrankung mit den Nieren habe. Da ist ein Spaten, ein richtiger Spaten. Nicht nur ein Schüppchen, sondern ein richtiger Spaten. Sehe ihn. Und es ist immer so beruhigend, dass man noch jemand so sagt, so, ja, das Problem habe ich genauso. Same. Ach, die schläft. Okay. Schläft, okay. Gibt Krummelgeräusche im Schlaf von sich. Ja, das ist richtig. Was ja auch ganz oft vergessen wird, dass sich die Gicht bei Frauen sehr, sehr oft ganz anders das äußert wie beim Mann. Ne? Bei Männern ist es ja oft Füße und Knie und bla, während es bei mir der ganze Körper ist. Also ich spüre ja wirklich jeden Scheiß Gelenk irgendwie. Und das wird ja auch oft ignoriert. Ja, es ist Herzinfarkt auch, richtig. Herzinfarkt äußert sich in der Regel, also oft, nicht in der Regel, sondern oft anders. Bei uns ist es oft Übelkeit zum Beispiel. Männer haben diese typischen linksarmigen Schmerz. Wir haben es mit Übelkeit zum Beispiel. Du hast Schmerzen an bestimmten Stellen und im Bauch. Oh je. Ja, bei mir ist es halt, ich spüre halt hauptsächlich meine Finger. Ganz viel Schmerzen in den Finger und Ellenbogen. Ganz selten im Fuß ab und zu. Aber dann wirklich eher selten. Und ganz schlimm ist meine Hüfte. Jetzt lach nicht. Ich habe in der Regel ist nicht während der Regel. Hallo? Jetzt fängst du noch an, blöde Männerwitze zu machen. Hallo? Ich wollte gerade sagen, das ist doch eigentlich eher ein Männerwitz. Ich habe nicht während der Regel gesagt. Witz in Anführungszeichen, ja. Ja. Oh, hier ist aber dicht. Ich versuche mal da zu dem Tisch zu kommen, oder was auch immer das sein mag. Was für ein Tisch? Ja, was auf der Karte dieses viereckige über uns ist. Ich weiß nicht, was das ist. Über uns ist der Himmel. Auf der Karte, also im Norden sozusagen. Ach da, okay. Du darfst das. Stimmt schon. Ich finde es auch mal ganz süß, wenn ich sage, ich bin ein Bastler. Also, ne, von meiner Person. Ich bin ein Bastler und werde dann angemotzt, ich habe zu gendern. Weil ich sage, hallo, wenn ich von mir rede als Weibchen, dann darf ich mich bezeichnen, wie ich das möchte. Und wenn ich kein Problem damit habe, dass das nicht gegendert ist, dann ist das meine Sache. Ich habe ja nicht gesagt, du Mädchen bist ein Bastler und habe das dann vergessen, sondern ich rede ja von mir. Finde ich immer so süß. Mhm. Ich sage, ich kann damit leben. Sorry, ich bin alt genug, ich kann mittlerweile damit leben. Ja, eben, das ist also dezent übertrieben. Dezent. Finde ich nicht, aber müssen wir jetzt nicht drüber streiten oder diskutieren. Weil das Problem ist, die Sprache ist ganz wichtig und solange die Sprache diskriminiert, solange diskriminieren auch die Menschen. Also das ist... Ich finde es auch übertrieben, da stimme ich euch zu, aber leider notwendig. Es geht ja nicht darum, dass man das nicht Männlein und Weiblein etc., aber man kann es auch übertreiben. Ja, vieles ist... Moin, Aquarium! Das ist aber so, dass wenn man nicht übertreibt, dann kriegen es die Menschen heutzutage nicht mit, das ist leider so. Das war nervt früher anders. Und wie gesagt, ich finde es, wenn solange es dann die Zielgruppe, die ganze Zeit eher neutral eingestellt wird, aggro wird, ist das irgendwie am Ziel vorbeigeschossen. Also irgendwie ist über uns eine Bank oder sowas. Ich meine, ich hätte ein Picknick-Dings gesehen. Ja. Nur ich komme da irgendwie, ich finde keinen Aufgang. Wie geht's dir, Aquarion? Was macht die Arbeit? Ich hol mal zur Sicherheit. Und irgendwas macht ein komisches Geräusch. Ja, ich kann dir sagen, was komisches Geräusch macht. Eine Biene, die über uns fliegt. Ach gut.
hört sich ja gruselig an. Und hier ist wieder ein Schuhabdruck, ne? Ja. Dir geht's ganz gut, das ist schön. Das hört sich ja echt cool. Und da ist ein Kaugummi. Da hat jemand ein Kaugummi unter den Tisch geklebt. Ich komme immer noch nicht hoch. Nee, da kommen wir nicht dran, das ist zu hoch. Aber irgendwie muss man ja da hochkommen. Ja, gibt's bestimmt. Müssen wir das, mal hier ein bisschen erkunden. Das sind bestimmt Leckereien in der Box. Das sind bestimmt Leckereien drin. Bestimmt. Was ist hier? Oh, hier ist ein Zahn. Ich habe einen Zahn gefunden. Was? Bist du jetzt? Da? Andere Richtung. Ja. Entschuldigung. Bin hier nur nach der Dose gerannt. Lol. An der Dose klebt ein Zahn. Was haben die da angestellt? Haben die versucht, die Dose mit dem Zahn aufzumachen oder wie? Ich glaube, da muss man irgendwie von der anderen Seite rein. Ja, hier passiert nichts. Haben die versucht, die Dose mit der Goschen aufzumachen? Wahrscheinlich. Zahn abgebrochen, dumm gelaufen. Da hinten ist ein Apfel, glaube ich. Warte mal, jetzt erstmal, das ist übrigens keine Dose, ja, ja, sondern eine Flasche. Ja, okay, eine Flasche, konnte ich von der anderen Seite nicht erkennen. Ja, ich auch nicht, aber ich sehe es jetzt. Wie so eine Flasche. Und das, der Zahn ist da drin, lol. Ach so. Das blaue Zeug ist, glaube ich, wieder was für gemeinsame Punkte. Ja. Ne, ist für jeden alleine, das blaue. Ah, okay. Da ist der Deckel davon. Ja. Kein Wasser drin, das ist sowas. Kein Schwimmbad. Mhm. Ah, warte mal. Okay, ouch, das hat wehgetan. Was hast du gemacht? Runtergefallen. Ach, bist abgestürzt. Ja. Daneben gesprungen. Da liegt was komisch rosanes. Warte mal. Ja, ich komme mal. Stimmt auch ein Kaugummi. Um was für ein Kaugummi? Im Fußabdruck. Ja, das ist der nächste Fußabdruck. Der andere ist hier. Oh, hat er wirklich groß. Was für ein? 6. Nee, sind die Schaufel zu klein. Ja, brauchen wir eine zweier Schaufel, okay. Ja. Ein mega großer Kaugummi. Ja. Ah, es geht bestimmt irgendwo rauf. Also das glaube ich auch. Die Gasmaske wieder ab. Ich nicht, da muss ich nicht dran denken. Das sind zwar die Tischbeine, aber an denen können wir so schlecht hochkrabbeln. Hallo. Nee. Geht nicht. Oh, war das merksam und seltwürdig. Hier ist irgendwie... Komm mal hier rüber. Guck mal, da ist irgendwas. Irgendwie ein Stock oder so, der da oben. Oder sieht das nur so aus, dass der nach da oben führt? Aber das ist doch nicht der Spaten? Der Spaten oder woanders? Der endet auf jeden Fall in der Luft, aber ja. Und wenn man jetzt hier steht, ist es schon weiter weg. Ja. Was ist das schon wieder so? Die Bienen das wieder. Ist schon spät abends. Ist 20 Gott, das sind ganz viele Bienen. Guck mal. Boah. Ja. Die essen davon irgendwas. Oh, und ich werde gerade angegriffen von irgendwas. Was war das? Blubberkäfer? Ich sehe nichts. Nee, aber hinter mir ist halt so eine... wieder der Axt in die Hand nehmen. Aber die essen von da oben von irgendwas. Ja, da muss irgendwas sein. Die
Die sind doch voll begeistert und mir kommen dann. Na, na, na. Fängt ja wieder gut an. Na, na, na. Au. Eintreten. Na, na, na. Also nochmal einen wunderhübschen guten Morgen. Ich habe gerade gesehen, dass der Stream sich wohl kurz unterbrochen hat. Ja, wir sind noch in Grounded wieder, Dienstagmorgen, wie wir das schon so oft tun. Und ja, wir haben wieder gerade ein bisschen anscheinend Internetprobleme. Ja, mal kicken. Beitreten. Bin gerade mitten im Bewundern einer Bieneninvasion rausgeflogen. Und jetzt versuche ich verzweifelt da wieder reinzukommen. Ja, jetzt kommt der neue Gruß im Stream. Also. Ja, genau. Macht ihr mal in der Zeit eure Piratendingsbums. Wer will noch mit? Pran will auf große Kapernfahrt gehen. Ausrufezeichen Pirat mit eurem Einsatz. Wo bin ich denn jetzt? Wieso müssen wir... Siehst du mich noch? Ich sehe dich hüpfen, ja. Ja, ich will dir mal was zeigen, was ich gerade gesehen habe. Es ist ja jetzt dunkel und spät abends, guck mal, hier liegen zwei Bienen und schlafen. Nein. Ah, nein. Und die Töne! Hört euch das an! Oh. Das ist goldig! Ich geh kaputt! Die schlafen doch normal in ihrem... Ja, aber der hatte eben gesagt, sei kein Host da, als ich wieder beitreten wollte. Jetzt ist er wieder da. Ich liebe es. Sonst niemand? Oh. Nein. Nee, nur ein Teil. Sabi hat den Pran über Bord geschmissen. Yay. Mit dir fahre ich nicht mehr. Kein Kommentar. Lalala. Schon. Ich muss hier mal alleine rein und ein bisschen Geld verdienen. Das übrigens. Warte, bleib doch stehen. So, und die Bienchen sind jetzt nicht mehr da, oder? Die Bienchen sind weggeflogen in der Zwischenzeit, ja. Mitten in der Nacht? Ja, ich sag ja, das Spiel scheint bei manchen Sachen nicht sehr realistisch zu sein. Nicht sehr logisch. Trotzdem dreimal nachgefragt. Ja, das habe ich aber nicht gehört, weil dein Computer halt wieder mal. Das muss gar nicht an mir liegen. Und bei mir läuft alles ganz normal. Es kann, So, jetzt sehe ich, dass du dem Spiel beigetreten bist. Da bist du auch wieder. Das Einloggen geht überraschend schnell in letzter Zeit. Das sind gerade überall Wassertropfen. Was ich gerade festgestellt habe, es gibt hier keinen Klee. Also ich habe jedenfalls noch in nächster Nähe keinen Klee gefunden. Das heißt, es wird jetzt auch schwierig, ein Zelt zu bauen. Das heißt, denn du hast ein bisschen Klee in der Tasche. Nee, habe ich nicht. Ein bisschen Scheiß, aber kein Klee. Aber mir da war... Gar nicht so weit weg doch Klee gewesen. Ja, ich weiß aber nicht mehr in welche Richtung. Da ist Löwenzahn. Wenn Löwenzahn da wächst, dann müsste auch Klee irgendwo sein.
ist nichts, oder? Ne, da ist nur Schlammwasser, danke. Was sind das hier eigentlich? Das ist eine Röhre, da waren wir, sind wir eben drüber gelaufen. Sind wir? Ja. Okay. Wenn du mal auf deine Karte guckst, dann siehst du, dass hier das als Punkt angegeben wird, freiliegendes Rohr. Nö. Och, das Dreieck da, wo der Kreis ist. Hä? Ja, du hast es jetzt verschoben. Jetzt ist es nicht mehr da, wo der Kreis ist. Da war der Kreis, aber da ist... Da, wo wir nur sind, meine... Genau. Ach, ne. Gott. Da, freiliegendes Rohr. Du hast es gerade... Ich habe es gerade gesehen im Chat. Das ist da, schier genau. Zu übersehen. Ja, das ist leicht zu übersehen. Hast vollkommen recht. So. Hopp, hoch mit dir. Hopp. Andererseits ist es auch schon Mitternacht. Wir können auch die Nacht durchmachen. Dann haben wir den Klee für morgen oder so. Ja. Da ist jede Menge Stängels. Ich würde, wir sind doch an Klee vorbei, Himmel. Ja, klar sind wir an Klee vorbeigekommen, aber fragen lieber wo. Diese Geräusche. Was war das? Irgendwas war hinter mir. Ja, ich. Nee. Das sind andere Füße. Hörst du das? Warte mal. Nein, ich höre gerade nichts, weil ich meinen Ton aus habe. Ich muss mal gerade. Ich dachte, du hörst über meinen. Mein Audio wird anschalten. Ich höre gar nichts. Wieso höre ich nichts? Ach, daher kommt das ganze Wasser. Mein Ingame-Musik ist an, aber ich höre trotzdem nichts. Ich glaube, das ganze Wasser hier rundherum kommt von dem Ding hier. Rasensprenger oder sowas. Ja. Könnte das sein. Ah, da. Irgendwie's. Wenn du einen Tropfen brauchst, da liegen welche auf dem Boden, ne? Ja, gerne. Ich schlürf mir einen rein, danke. Da liegt noch einer, aber ich brauche gerade keinen. Ich kann noch einen in meine Flasche packen, dann habe ich. Ich habe ja Wasser in der Flasche, das passt dann ganz gut. Na schön. Der Stream hat übrigens zweimal abgeschmiert. Das ist mich gerade eben noch mal eine. Seid ihr wieder alle da? Ja. Ich liebe es, wenn er wieder so rumspinnt. Bei den Gästen lief noch alles astrein, heute zickt er wieder. Dankeschön. Guck mal hier, was hier für eine riesen Wand ist, hier auf der linken Seite. Ja, habe ich schon gesehen. So eine rötliche, ne? Ja. Hier geht's nämlich immer noch weiter. Und da ist eine Dose. Hallo. Da liegen auch Tropfen drin. Ja, ich hab jetzt. Nächtliche Erkundung ins Ungewisse. Ja. Was ist das? Bin im Netz, Achtung. Nee, das meine ich nicht. Das hinter dem Netz. Ein Pappteller? Am Pappteller. Pappteller, ne? Ja. Ein großer senkrecht stehender Pappteller oder sowas ähnliches. Und eine schlafende Radspinne. Ja, toll. Nee, die schläft nicht. Wieso schläft die nicht? Es ist mitten in der Nacht. Die Wurfspinne ist nachts wach. Ja, eben. Komisch. Du hast zu schlafen. Oh, hallo. Apfel.
für Brocken? Mhm. Frischen habe ich dazwischen. Da war ein Frischer dazwischen. Ja, ich hatte auch einen Frischen, aber auch verrottetes Essen. Das noch mehr. Und die Frischen haben wir doch für irgendwas gebraucht. Ja, für irgendein Essen. Das verrottete Essen kann man als Dünger einsetzen. Ja, das ist eh klar. Ich habe jetzt normal... Ich habe Apfelbrocken und frische Apfelbrocken. Die frischen müsste ich noch erforschen. Ja. Ich habe nur die frischen Apfelbrocken und 5 verrottetes Essen. Man sieht... Ich glaube, das gehört zum Haus oder so, oder? Die komische Wand. Schande ist das dunkel. Das ist eine Distel. Dann diese Musik, ne? So, wir sind ganz duster und gefährlich. Gleich passiert dir was. Vielleicht kann mir jemand erklären, warum ich zwar Discord den Chat höre, aber nicht die Spielmusik, obwohl ich sie, also die Spielmusik und Geräusche, obwohl ich die eingeschaltet habe im Spiel. Kann ich dir nicht sagen. Also ich höre beides. Ich habe das Problem nur da ist was rosa, es ruckelt schon wieder. Ich habe das Problem eigentlich nur, wenn ich mit der Capture-Karte streame, dass ich entweder Discord über den Kopfhörer habe oder die Capture-Karte. Aber sonst funktioniert eigentlich... Ja, ich vermute, warte, ich habe eine Idee, ich weiß, woran es liegen könnte. Solange du uns jetzt kein Echo bastelst. Ich muss mal kurz das ausprobieren. Moment, einmal das Spiel verkleinern. Wahrscheinlich wieder mein Lautstärke-Mixer, der macht immer Probleme. Genau, grounded, ganz runter geregelt. Alles klar, darin liegt's. Okay. Brauche ich doch zumindestens. Also irgendwie habe ich das Gefühl, nur wir sind zurückgekommen. Der Chat meldet sich nicht zurück. Ich habe schon brav gefragt, ob wieder alle da sind. Nein, passiert nichts. Sneef. Vielleicht sind sie auch gerade nur alle im Lurk. Sneef. So, jetzt höre ich Frösche quaken oder sowas. Ja, so irgendwie. Im Moment sind es nur Frösche. Ja, jetzt sind alle futsch. Genau. 2 sind da. Hurra, hurra. Aber mein Ton ist trotzdem ganz leise, immer noch. Ja, du musst noch ein bisschen nachregeln. Das steht schon auf 100%. Okay. Sound. Ich habe wieder Marmor gefunden. Ja, sehr schön. Und Sabi ist auch wieder da. Oh, wie schön. Alle da. Hurra, hurra, hurra. Muss man fast weinen, bis die sich endlich mal wieder melden. Shalom. Also das hier... Nee, ich wollte gerade sagen, das ist die Gartenmauer. Die Endmauer, aber das stimmt nicht. Ist irgendwie eine Zwischenmauer. Geht auch nicht rein oder so. Ich versuch's ja schon. Ich gucke in jede Lücke rein. Krr, krr. Ah, Mariechen. Mariechen war im Frauenzimmer. Aber die Bienen haben schon lustige Schlafgeräusche von sich gegeben. Ja. Das ist so geil. Hier kommt doch so Ideen. Ziemlich trocken. Guck mal. Ja, und schon wieder Nebel oder ist das schon wieder Gas? Weiß ich nicht, ich habe die Maske auf. Ja, ich setze jetzt auch mal wieder auf, da hast du schon recht. Ich habe die ja gar nicht abgesetzt, aber... Hallo! Bombardierkäfer. Ja. Nee, ganze Baumwanze. Macht auch Stinkerdings, ist egal. Kommt doch selber raus. Ja.
Aber da habe ich eben was anderes gesehen. Jetzt sehe ich das nicht mehr wegen ihrem Stinkezeug. Oh nein! Das. Ach nee, es schläft nur. Oh, die klingt irgendwie nicht so glücklich. Gut, nee. Guck mal, die klingt nicht so glücklich. Du warst mit Gemüseschnippeln beschäftigt. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Also oben links steht da ein böser Satz. 5-mal. Was, wie, wo? Was meinst du? Töte Bienen steht da. Ach so. Ja, das müssen wir ja nicht. Das ist ja nur so eine Nebenquest, die müssen wir ja nicht machen. Aber ich fürchte auch, dass wir Bienenzeugs brauchen werden. Ja, eben. Warte, lass mich dann aber gerade noch mal gucken, gegen was sie besonders empfindlich sind. Es tut mir in der Seele weh, weil die klingt gerade so süß, aber... Daten. Wissen wir das überhaupt schon? Haben wir Bienen? Ja, schon? Ich habe die Quest. Töte Bienen. Ja, fünf. Ja. Haben wir Bienen schon mal überhaupt untersucht, meine ich? Ich glaube warte nicht. Mal. Warte mal, ich gehe mal... Ja. Warum geht das nicht? Wie geht das nochmal so und dann? Ach, eh. Ich hab's. Wieso geht das bei mir nicht? Vielleicht stehst du zu nah dran, ich weiß es nicht. Also. Ja. Bienen sind neutral. Schwächen, Hacken, Frisch und Schlitzen. Also Axt ist genau richtig. Ja, ich weiß, tut mir jetzt auch gerade eine Seele leid, aber ich meine, leichter kommen wir eigentlich gerade nicht dran, wenn sie noch am Schlafen ist. Tut mir leid, Süße, aber los geht's. Ah, toll. Doch, sie kommt. Ja. Sie wehrt sich. Oder will sich rächen. Na klar, wir lassen schon. Wir fällen hier wieder die ja. Gräser. Oh, das war ja einfach. Das war ja einfach. Ich bin geschockt. Und Stachel. Pelz und Stachel, ja. Ja, genau. Sie hat doch so gejammert im Schlaf. Wir haben sie nur erlöst. Sie hat so schrecklich gejammert im Schlaf. Genau. Danke. Das war genau richtig, ja. Ich habe doch schon die ganze Zeit gesagt, sie gibt so komische Töne von sich. Genau. So ist es besser. Wir sind wieder unterm Tisch. Aber was Mut hat Mut, ne? Das heißt, wir müssen das Zeug natürlich noch erkunden. Das legen wir mal hier auf die Seite. Das sieht ja spannend aus. Bienenpelz und der Stachel. Sie wäre jetzt eh gestorben, wenn sie uns versucht hätte zu pieksen. Genau. Ich versuch's nochmal. Ich hab noch so viel Geld. Ja, hab ich. Achso. Bran will nochmal auf große Fahrt gehen. Will ihn nochmal jemand über Bord stupsen. Ich brauche ja mal ein bisschen Geld hier für die Piraterei. Da sind sie wieder alle am Tisch. Da ist irgendwas ganz Tolles. Ja. Ich will da auch hin. Da müssen wir irgendwie auf den Tisch kommen. Ja. Ich suche ja schon. Wenn die euch sehen. Wieso? Die machen normalerweise nichts. Bis jetzt.